Lieber Löwe, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Liebesvideo für dich. Lust oder Verlust. Schauen wir uns hier die Person an, die momentan in deinem Energiefeld ist oder als nächstes kommen möchte. Wow. Es wird spannend. Ja, wir werden uns hier in diesem Video anschauen, wer ist diese Person? Was ist für dich wichtig zu wissen? Das Outcome und die versteckten Botschaften, was diese Person vorhat, was sie denkt, was sie fühlt, aber nicht ausspricht. Es ist definitiv eine neue Person, die eventuell gerade erst kennengelernt wurde, beziehungsweise erst noch kennengelernt werden muss. Es ist ganz wichtig, dass du in dieser Beziehung, ich soll dir noch sagen, dass diese Person sehr, sehr überraschend auf dich zukommen wird, sich deklarieren wird, was sie von dir möchte. Es ist eine Person, die Vollgas gibt. Sie sagen, du dich geschmeichelt fühlst, doch auch gleichzeitig überrannt. Und das Ausschlaggebende ist, dass diese Person entweder vom Status her oder von ihrem Aussehen her, dass sie etwas in dir triggert. Und zwar das, was ich, du interessierst dich für mich. Und es geht darum, dass diese Person in dein Leben kommt, um dir die Wertschätzung entgegenzubringen, die du dir selbst erst entgegenbringen musst. Die Selbstliebe. Es ist eine Person, die dir hilft, dich zu öffnen. Denn sie wird dich immer wieder herausfordern, deine Gefühle auf den Tisch zu legen. Es ist eine sehr romantische Beziehung, romantisch im Sinne der gegenseitigen Achtung, der Achtsamkeit und des Aussprechens, sagen sie, was gewollt und gefühlt wird. Und da hast du, lieber Löwe, ein kleines bisschen ein Problem damit, denn du hast Angst, dich verletzlich zu zeigen. Euer Thema. Was bestimmt das Thema? Welches Thema bestimmt die Beziehung? Ja. Doppelkarte Bestätigung, die Selbstliebe. Es ist, manche Löwen, höre ich auch, haben ein Problem, sich mit ihrem Körper, mit dem Aussehen ihres Körpers vollkommen anzunehmen, zu akzeptieren. Und es geht darum, durch diese Person die Scham dafür zu verlieren. Denn es gibt nichts, wofür du dich schämen musst, lieber Löwe. Es ist eine Daueranziehung zwischen euch. Die Chemie stimmt zwischen euch. Es knistert sehr erotisch zwischen euch. Und es ist für dich eine Person, die, wenn du mal die Gefühle zulässt, wo du anerkennst, dass diese Person plötzlich vom Himmel gefallen ist und der Himmel sie dir geschenkt hat. Diesen Satz bekomme ich rein. Ein Geschenk Gottes. Es geht darum, die Selbststrenge zu verlieren, lieber Löwe. Du, eher du als die andere Person und eben
in diese Selbstakzeptanz hineinzukommen. Sie sagen, diese Person hat dich ausgesucht. Diese Person fühlt sich zu dir hingezogen, nicht zu jemand anderem. Und deswegen wird sie dich so akzeptieren und so lieben, wie du bist. Schauen wir uns diese Person einmal genauer an. Hier sehe ich schon, alles Romantik, wunderbar. Diese Person kann im medizinischen, biochemischen Bereich tätig sein, muss aber nicht. Was könnt ihr uns über diese Person verraten? Löwe, Lust oder Verlust? Die Person im Energiefeld des Löwens. Lust oder Verlust? Whips! Eventuell ein Wasserzeichen, muss aber nicht. Es ist absolut stimmig, lieber Löwe. Es ist eine Person, die sehr erfüllt ist von guten Energien, von Good Vibes, eine sehr gute Energie ausstrahlt, mit oben verbunden ist, mit vor allem mit ihrem oder seinem eigenen Herzen verbunden ist. Es ist eine Person, die immer nur das Beste für die Mitmenschen möchte und für sich selbst. Doch diese Person setzt noch die Mitmenschen an erster Stelle. Es ist eine Person, die ein Visionär ist, eine Person, die sehr harmoniebedürftig ist, sehr auf Harmonie achtet, doch alleine durch die Präsenz dieser Person und die Energie, die diese Person mitbringt, wird alles ausgeglichen. Wow! Lieber Löwe, diese Person kann durchaus ein Wasserzeichen sein, vor allem ein Fisch, muss aber nicht. Und diese Person ist sehr hellsichtig. Diese Person sieht jeden Schritt schon voraus und kann deshalb schon vorab entscheiden und vorab handeln, vorab interagieren, damit das zum Besten aller geschehen kann, was? Also Sie sagen die Vorkommnisse. Und Sie sagen, es ist eine Person, die definitiv sehr viel in sich geht, sehr viel meditiert, sehr ja, mit einem spirituellen Thema verbunden ist. Es ist eine Person, die offen für Neues ist. Es ist eine Person, definitiv, die erst kommt, die plötzlich vor dir steht und dich in ihren oder seinen Bann zieht, lieber Löwe. Eine Person, die das Leben liebt. Eine Person, die energetisch alles verbindet. Die weiß, dass alles verbunden ist. Jeder mit jedem. Eine Person, die... Was ist jetzt Mineralien? Vielleicht sich mit Mineralien sehr beschäftigt. Eine Person, die Single ist, die frei ist, die mit beiden Beinen, beiden Füßen, dem kompletten Körper vollstens, hundertprozentig im Leben steht, sich selbst lebt, sich selbst genießt und offen für Neues ist, offen für alle Chancen, die sich ihr bieten. Eine Person, die gut möglich in der Öffentlichkeit steht,
im Augenmerk der Öffentlichkeit ist und die immer versucht, das Beste aus sich rauszuholen. Wow. Ich soll dich darauf hinweisen, dass diese Person, falls einige gleich denken, oha, oha, ehrgeizige Person, sie sagen, das ist es nicht mal. Es ist eine Person, die für sich selbst einsteht und ihre Ziele ganz klar verfolgt. Diese Person hat irgendeine Thematik mit ihren oder seinen Beinen, hat eine sehr angenehme Stimme und versucht in anderen, ja, das Licht anzuzünden, das Feuer anzuzünden. Es ist eine Person, die sehr viele Enttäuschungen im Leben mitgemacht hat, auch einige schlimme Trauerfälle durchlebt hat. Eine Person, die manchmal durchaus mit ihren Emotionen zu kämpfen hat. Doch es ist keine Depression, um Gottes Willen, keine Angst. Doch sich immer wieder selbst zurechtrückt und immer Erkenntnisse aus allen Situationen herausfiltern kann für sich. Eine Person, die weiterkommen möchte im Leben, im Alltag, aber auch spirituell. Diese Person, lieber Löwe, ist ein Katalysator, sei es im eigenen Leben wie für dich oder das Umfeld. Schauen wir uns mal die Schattenseiten dieser Person an. Denn so positiv hier alles klingt, jeder hat Schattenseiten. Es ist eine Person, die sehr viel zu sagen hätte, aber nicht immer alles ausspricht. Eine Person, die manchmal dich in gewisse Vibes bringt, damit du von selbst darauf kommst und diese Person darauf ansprechen kannst. Das heißt, diese Person ist vielleicht nicht ganz so mutig, um Dinge anzusprechen, konfliktscheu, und so merkst du das durch die verschiedenen Stimmungen dieser Person. Diese Person würde gerne als Beispiel dir jetzt 100 Sätze sagen, sagt dir aber nur 25. Diese Person kann ab und an dadurch, dass sie konfliktscheu ist, beziehungsweise ja, vielleicht auch jetzt in der Kommunikation an sich nicht so stark ist, um sich so aus, wirklich so auszudrücken, wie sie möchte. Sie sagen, manchmal möchte sich diese Person auch gar nicht ausdrücken. Ja, dass sie kleine Notlügen erfinden kann. Aber sie sagen mir auch, ich soll dir sagen, Notlügen, falls du sagst, Schatz, du hast so einen traurigen Gesichtsausdruck, ist irgendwas, dann sagt diese Person, nein, nein, passt schon. Das sind Notlügen für diese Person. Also nichts weiter Gravierendes, weil diese Person so viel zu sagen hätte, aber aus irgendeinem Grund da kommunikationsscheu ist, vor allem was die eigenen Gefühle betrifft. Und das hat mit der Vergangenheit zu tun, dass diese Person da nicht so offen ist. Schauen wir uns an, was
Sie fühlt, was sie denkt. Und nicht ausgesprochen wird. Diese Person möchte, für die ist es ganz wichtig, dass man achtsam mit ihr spricht. Denn wenn du, lieber Löwe, mit deinem Temperament mal auftrittst und vielleicht auch unbedacht Wörter entgegenschleuderst, ist diese Person am Boden. Sehr, sehr sensibel, dadurch, dass sie so gefühlvoll ist und doch auch achtsam anderen gegenüber, kann mit schon einer direkten und klaren Art umgehen, doch diplomatisch, lieber Löwe, diplomatisch. Denn diese Person ist charakterlich so, dass sie sich in sich zurückzieht und dann dauert es wieder sehr lange, bis sie sich dir öffnet. Wir schauen uns das Outcome an zwischen euch beiden. Lust oder Verlust, was ist es? Und ja, was wird aus dieser Verbindung? Das Outcome für den Löwen. Das Outcome für den Löwen. Wie sollte es anders sein? Wie sollte es anders sein, lieber Löwe? Wow. Wow. Ich fasse es nicht. Es war ja hiermit das beste Reading überhaupt, lieber Löwe. Also wenn du diese Chance verpasst, dann beißt du dir selbst in die Ellenbogen, glaube ich. Wir machen weiter im Extended. Für die, die aussteigen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Und lieber Löwe, drück hier auf den Link. Du wirst weitergeleitet zu Teil 2. Ciao.